Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Kernphysik und in diesem Video geht es um eine wichtige Kernreaktion, nämlich die sogenannte Kernspaltung. Die Kernspaltung wurde entdeckt im Jahre 1938, also so im Dezember des Jahres 1938, von Otto Hahn und Fritz Strassmann und die Theorie dazu wurde später von Lise Meitner und Otto Frisch ausgearbeitet, gemeinsam mit Otto Hahn und Fritz Strassmann. Otto Hahn hat dafür 1945 den Nobelpreis bekommen, weil die Kernspaltung wirklich ein wichtiger Vorgang ist. Und warum haben die beiden die Kernspaltung entdeckt? Nun, die Idee war, sogenannte Transuran-Elemente zu erzeugen. Man hat also mit Uran gearbeitet, hat mit einer Neutronenquelle gearbeitet, hat das Uran mit Neutronen beschossen und hat dann vermutet, dass man dann Neptunium, Plutonium, Americium und so weiter, also Transuran-Elemente erzeugen kann, also chemische Elemente mit einer Ordnungszahl größer gleich 93. Stattdessen haben Hahn und Strassmann überraschenderweise Barium entdeckt, das heißt ein Element mit der Ordnungszahl 56 und mit einer kleineren Massenzahl als das ursprüngliche Uran. Was ist dabei passiert? Wir schauen uns das mal an. Uran-235 wird mit sogenannten thermischen Neutronen beschossen. Was thermische Neutronen sind, haben wir im letzten Video gesehen. Das sind also Neutronen, die an der allgemeinen Wärmebewegung der Umgebung teilnehmen und so eine Geschwindigkeit in der Größenordnung von 2000 Meter pro Sekunde haben. Das heißt etwas so oberhalb von 10 hoch minus 2 Elektronenvolt als Energie. Und wenn ein solches Neutron einen Uran-235-Kern trifft, dann entsteht zunächst mal ein Zwischenkern, nämlich Uran-236, der aber so angeregt ist, dass der nicht stabil bleibt und der zerfällt in zwei Teilkerne, zum Beispiel in Barium-144 und Krypton-89. Das ist aber nur ein Beispiel. Entscheidend ist, dass aus energetischen Gründen bei dieser Kernspaltung von Uran-235 mit thermischen Neutronen die Massenzahlen der Spaltprodukte sich wie 3 zu 2 ungefähr verhalten. Es gibt andere Kernspaltungen von anderen Atomkernen, da kann dieses Verhältnis auch schon mal 1 zu 1 sein oder ein anderes. In diesem Fall ist es aber auf jeden Fall energetisch günstig 3 zu 2. Es muss aber nicht unbedingt Barium-144 oder Krypton-89 sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie hier die Kernspaltung passieren kann und was da an Spaltprodukten bei rauskommt. Ich habe das hier symbolisch mal hingezeichnet. Also hier haben wir zwei Kerne, nach denen der ursprüngliche Kern angeregt wird, als Uran-236-Kern und dann zerfällt in zwei Teilkerne, mindestens zwei Teilkerne. Es gibt auch Vorgänge, bei denen es, also Spaltungen, bei denen drei entsprechende Spaltkerne auftauchen, aber das ist eher selten. Außerdem werden Neutronen frei. Ich habe hier mal drei Neutronen hingeschrieben. Es sind so im Schnitt knapp 2,5 Neutronen, also es gibt Prozesse mit 2 Neutronen, es gibt Prozesse mit 3 Neutronen. Und diese Neutronen, die frei werden, über deren Energie spreche ich dann gleich nochmal. Dazu kommen 210 Megaelektronenvolt pro Reaktion, also pro Kernspaltung eines Uran-235-Kerns. Und diese Energie, das ist Kernenergie im engeren Sinne. Wie kommt diese Energie zustande? Wir haben ja in einem früheren Video mal über die Bindungsenergie pro Nukleon gesprochen und die Bindungsenergie pro Nukleon bei Uran-235 beträgt ungefähr 7,6 Megaelektronenvolt. 7,6 Megaelektronenvolt bedeutet, wir haben pro Nukleon diese Bindungsenergie zur Verfügung. Und die Bindungsenergie pro Nukleon der Spaltprodukte beträgt 8,5 Megaelektronenvolt. Wenn wir also jetzt die Bindungsenergie pro Nukleon bei dem Uran-235 und die Bindungsenergie pro Nukleon der Spaltprodukte subtrahieren, kommen wir auf 0,9 Megaelektronenvolt pro Nukleon, die frei werden. Und da wir insgesamt 235 Nukleonen haben, kommen wir auf ungefähr 210 Megaelektronenvolt. Ja, wie teilt sich diese Energie jetzt auf? Also die kinetische Energie der Spaltprodukte ist ungefähr 175 Megaelektronenvolt, das ist der Löwenanteil. Die kinetische Energie der Neutronen ist ungefähr 5 Megaelektronenvolt und aus dem letzten Video wissen wir, dass derartige Neutronen natürlich schnell sind. Das sind also schnelle Neutronen, die also oberhalb von 5 mal 10 hoch 4 Elektronenvolt haben als Energie. Und die haben tatsächlich dann eine Geschwindigkeit eher so in der Größenordnung von 10.000, 20.000 und mehr
Kilometer pro Sekunde. Wohlgemerkt Kilometer pro Sekunde, also deutlich schneller als die thermischen Neutronen, die die Spaltung induziert haben sozusagen. Und da sind wir ungefähr bei 5 Megaelektronenvolt, die mitnehmen. Natürlich entsteht bei dem Prozess Gammastrahlung, auch bei dem angeregten Kern und bei dem ganzen Prozess an sich. Die Gammastrahlung nimmt ungefähr 7 Megaelektronenvolt mit. Und die Folgeprodukte, das heißt die Beta-Strahler, die da entstehen, Barium-144 und Krypton-89, die produzieren natürlich Beta-Strahlung und Gammastrahlung. Da steht hier die Energie der Beta- und Gammastrahlung der Spaltprodukte. Das sind auch nochmal 13 Megaelektronenvolt. Und dabei entstehen natürlich auch Neutrinos bei einem solchen Prozess. Und die Neutrinos nehmen 10 Megaelektronenvolt mit, sodass wir in der Summe landen bei 210 Megaelektronenvolt. Dieser Prozess hat natürlich kerntechnische Bedeutung. Im großtechnischen Maßstab ist das die Grundlage der Funktion von Kernkraftwerken.